Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es gibt gute Neuigkeiten, schlechte Neuigkeiten, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Joe Gerner hat seine Ex-Freundin betrogen. Ich weiß nicht, kennt ihr die Serie noch? Gute Zeiten, schlechte Zeiten? Hab ich früher tatsächlich jeden Tag geguckt, bis man mir gesagt hat, ich muss männlich und erwachsen werden. Heute sitze ich hier und reg mich über Gaming-Videos auf. Also gut, vielleicht hat es auch nicht ganz gut geklappt, aber egal. Call of Duty wird nächstes Jahr 20 Jahre alt und seit 15 Jahren bekommen wir jedes Jahr, egal wie scheiße es läuft, ein neues Call of Duty vorgesetzt. Und während das sehr viele Jahre wunderbar funktioniert hat, die ersten Jahre war es so, dass nur Treyarch und Infinity Ward sich abgewechselt haben. Ein Jahr Treyarch, ein Jahr Infinity Ward, dann Treyarch, Infinity Ward. Die Games waren top. Es gab mal hier ein besseres, mal hier ein bisschen schlechter, aber mit heutigen Qualitätsstandards verbunden waren die Games bis vor 5-6 Jahren Weltklasse. Ein Game wie Black Ops 2 vom Content her oder Black Ops 3 oder sogar Black Ops 4 oder MW2, MW3. Da würden wir uns heute keine Sekunde mehr beschweren. Wir würden den Entwicklern jeden Tag den Fuß küssen und sagen, oh, das ist, hast du gut gemacht. Das ist, also es gibt da einen kleinen Bug, den könnt ihr beheben, aber ist auch egal, es geht trotzdem alles cool. Heute ist es so 4 Monate Lifecycle von Call of Duty Vanguard und man kann auf der Konsole immer noch nicht mit PC-Spielern ordentlich spielen und man muss Partys neu starten. Spieler werden in der Freundschaftsliste nicht angezeigt, die ganzen Maps brennen teilweise immer noch, Charaktere sind unsichtbar, der Shop funktioniert nicht, was mir persönlich egal ist, zeigt aber, wie kaputt das Ganze ist. Paketverlust ist immer noch, Packet Loss, Packet Burst, Paketboote, ist alles mit dabei, wirklich alles, Dinge, die wir noch nie erlebt haben. Entwickler selber sagen, yo, we fucked up, wir haben es echt verhauen. Also der Unterschied zu damals und heute ist heftig. Und trotzdem ist es so, dass jedes Jahr ein neues COD gekommen ist. Und jetzt gibt es brandneue News, offiziell bestätigt von Call of Duty selber, unter anderem im Bloomberg Report mit drin. Link unten in der Videobeschreibung. An der Stelle, Leute, gerne ein Like und ein Abo dalassen, wenn ihr noch nicht habt. Würde mich sehr darüber freuen. Und, das ist nur einmal ganz kurz Werbung für euch, auf Ineva, habe ich euch gesagt, das war mein Fehler, gibt es immer noch kostenlose Games zwischendurch. Das war tatsächlich nur eine Woche. Ich habe gedacht, das geht einen Monat. Es ging nur in der ersten Februarwoche. Ich weiß nicht, ob es im März nochmal wiederkommt. Was ihr aber trotzdem machen könnt, zum Beispiel Horizon Forbidden West ist jetzt gerade draußen, könnt ihr eine 75€ PSN-Karte für ungefähr 63€ kaufen. Code Chappie kriegt ihr 3% Rabatt drauf. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Genug mit, ich muss mein Portemonnaie füllen, gehen wir an das Real Business ran. Call of Duty wird im nächsten Jahr das allererste Mal seit 15 Jahren zum 20. Jubiläum kein neues Call of Duty rausbringen. Es gibt aktuell Gerüchte, dass so eine Art unabhängiger kleiner Titel mit ein bisschen Zombie rauskommen soll. Das aber relativ unwichtig für uns. So wie es aussieht, hat man entweder, weil Phil Spencer mit Xbox und Microsoft das übernimmt und schon Einfluss nehmen, oder weil Activision selber gesehen hat, dass es so nicht mehr geht, hat man sich dazu entschieden, endlich, und da muss man sagen, endlich, auch wenn es einen Nachteil hat, darauf komme ich gleich zu sprechen, ein neues Call of Duty nicht rauszubringen. Das bedeutet, wir bekommen dieses Jahr, 2022, Modern Warfare 2 oder Modern Warfare 19 Prequel oder Modern Warfare 2022 3.0, wie auch immer es am Ende heißen wird, von Infinity Ward. Dieses COD soll mit Content über 2 Jahre gefüllt werden, anstatt nur 1 Jahr. Bin sehr gespannt. Da kommen wir auch gleich wieder zum negativen Punkt. Ich muss den unbedingt äußern. Treyarch wird nicht an dem COD, was sie arbeiten, mit Release-Datum 2023 beteiligt sein, sondern werden das Game, was sie aktuell entwickeln, man weiß darüber noch nichts, 2024 erst rausbringen. Das heißt, Treyarch bekommt endlich das erste Mal seit vielen Jahren genug Zeit, Ressourcen und Manpower und Ideen in ein Call of Duty zu setzen, mit genug Vorlaufzeit. Das Problem ist, ihr habt es ja mitbekommen, im Prinzip ging die ganze Scheiße mit Sledgehammer los. Black Ops 4 war der Beginn des Untergangs. Black Ops 4 war das beste und das letzte gute COD. Treyarch hat in Person mit Führung David Vonderhaar, einem der Genies dahinter, 1 Jahr vor Release von Black Ops 4 die Info bekommen, ey, Moment Leute, Battle Royale sind ja echt im Hype gerade. Wir brauchen für Black Ops 4 ein Battle Royale, etwas, was Call of Duty noch nie gehabt hat. Das heißt, Treyarch musste das, was sie hatten mit Black Ops 4, irgendwie skippen, irgendwie Multiplayer rausbringen und Blackout rausbringen innerhalb von 1 Jahr. Das ist sehr wenig Entwicklungszeit, Leute. Mit Testen, mit neuen Ideen und. Haben die meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Dann ging es eben weiter. Eigentlich war Treyarch raus aus der Geschichte.
Sledgehammer Games hat es aber komplett verkackt. Mit WW2 verkackt, später dann mit Cold War. Cold War war ja ein Projekt, an dem Sledgehammer gearbeitet hat. Treyarch musste wieder einspringen, hat Cold War rausgebracht, was verbunden mit meiner Meinung nach Gameplay-Mechaniken wie MW19 oder auch Vanguard immer noch das bessere COD ist. Man hat aber gemerkt, da hat viel gefehlt. Viel Kreativität, viel Zeit und. Das heißt, Treyarch war schon wieder am Arsch und musste schon wieder etwas skippen, was sie selbst machen wollten. Jetzt musste, weil Sledgehammer Games das anscheinend nicht kann, Treyarch, obwohl sie an einem ganz anderen Projekt arbeiten und auch nicht das größte Entwicklerstudio der Welt sind, wieder bei Vanguard helfen mit dem Zombie-Modus, der völlig verhauen ist, und mit dem Rankplay, was völlig verhauen ist. Dazu kann ich euch empfehlen, Video von Haptic finde ich sehr witzig, den brauche ich nicht verlinken, ihr kennt ihn alle. Das heißt, Treyarch ist eigentlich seit 5-6 Jahren nur noch dabei, die Scheiße gerade zu biegen, die Raven Software, Sledgehammer, Infinity Ward und sonst wer verbocken. Hauptschuld, Activision ganz oben, ganz klar, die Schuld geht trotzdem an die Entwickler. Mir kann keiner erzählen, dass ein Game wie Vanguard von den Entwicklern mit Absicht so schlecht gemacht wird. Es ist Inkompetenz, es ist schlechte Führung überall, in Entwicklerstudios, bei Activision, es ist der Lawsuit, der aktuell läuft und, es kommt viel dazu. Jetzt ist aber ein Problem, sagen wir mal, MW 2022 wird wirklich 2 Jahre heftig promoted, Warzone 2 kommt ja ebenfalls dieses Jahr raus, und es ist aber ein COD, was viele von uns nicht mögen. Denkt mal an MW 19, und ich weiß, es gibt Norberts und Dieters und vielleicht einzelne Nicht-Norberts und Dieters, die Fans von MW19 sind, und das gönne ich euch, Leute. Ich habe keinen Hass auf euch und ich bewerte euch auch nicht daran, welche CODs ihr mögt und welche nicht. Ich liebe Call of Duty Ghost. Ich würde mir ein Ghost 2 wünschen. Es wird niemals kommen, weil der Name schon so schlecht im Verruf ist. Trotzdem mag ich es und jeder muss es akzeptieren. Das Problem ist, MW19 ist für mich, für mein persönliches Empfinden, das schlechteste Call of Duty aller Zeiten gewesen. Und ich kann auch nicht mehr hören dieses Jahr, Audio und Grafik war gut. Ja, toll. Gameplay-Mechanik war scheiße, Time-to-Kill war schlimm, Fußschritte so laut wie Elefanten, Streaks völlig überpowered, Streaks konnte man nicht recyceln, gab es nur einmal, Safe Spaces, Minimap, die nicht funktioniert, mit Absicht nicht, schlechte Maps und ganz viele Sachen. Ein Game, was ich eine Woche gespielt habe damals und dann ein ganzes Jahr keine Videos gemacht habe, nicht gestreamt habe, gar nicht. Ich habe gesagt, mache ich nicht, kann ich nicht. Wenn jetzt so ein Game, und MW22 soll ja darauf aufbauen, jetzt kommt, werden die Leute von uns, die kein Interesse an dem COD haben, weil sie vielleicht schon aufgegeben haben oder weil es einfach generell als Spiel nicht das ist, was man will, eine ziemlich harte Zeit haben. Denn, das muss man dazu sagen, MW22 wird 2 Jahre, und das ist sicher, halten müssen. Das heißt, viele werden sich, wenn sie darauf keine Lust haben, nicht sagen können, okay, komm, in 9, 10, 11 Monaten grinde ich das neue COD, da kommt irgendwas Krasses oder so. Man hat dieses Jahr nur 2 Optionen und eine letzte Patrone als Spieler einfach. Man mag das Gameplay von MW22, man mag, was da an Content kommt, und man fühlt sich unterhalten und spielt es und alles ist gut. Das ist die erste Option. Die zweite Option, man wechselt zu Warzone. Warzone 2 soll ja kommen, soll ja gut werden. Angeblich, warten wir mal ab. Seit vielen Jahren wird gesagt, dass die Games immer besser werden. Und dann kriegen wir sowas wie Vanguard. Ist unfassbar. Und man spielt eben Warzone 2, vielleicht eine neue Rebirth-Map, vielleicht eine komplett neue Map, neue Mechaniken und. Da kann ich mir vorstellen, dass da viele Leute, die im Multiplayer sonst zu Hause sind, vielleicht ein bisschen Spaß finden. Kommt immer darauf an, wie der Support ist, wie es läuft und so weiter. Kann natürlich aber auch sein, am Ende des Tages, dass wir da sitzen und nach einer Woche sagen, gut, Battlefield dieses Jahr hat reingeschissen, MW2 ist irgendwie auch scheiße, Warzone 2 ist scheiße, Formel 1 sieht auch ganz gut aus. Es kann also durchaus sein, dass das für viele Spieler auch ein Grund ist, die Franchise komplett zu verlassen, aber da muss man eins sagen, das ist meine persönliche Meinung, da würde ich euch bitten, dass ihr eure Meinung unten reinschreibt, was ihr davon haltet. Meiner Meinung nach ist das der einzige und erste und endlich richtige Schritt von Activision, egal ob Microsoft da dahinter steckt oder nicht, dass man sagt, wir müssen das nächste Jahr skippen. Wir können nicht wieder ein neues COD rausbringen. Es wird wieder so eine Mess, so eine Kackveranstaltung, wie wir es aktuell haben. Meiner Meinung nach ist das die einzig richtige Entscheidung, die man schon vor vielen Jahren hätte treffen müssen. Vielleicht ist es aber auch so, dass unser Freund Bobby Kotick bei Activision offiziell noch im Sessel sitzt, aber die Entscheidung nicht mehr fällt und jemand mit ein bisschen Hirn sich die Franchise angeguckt hat und gesagt hat, es geht so nicht weiter. Denn trotz GWs Matchmaking, Vanguard umsatztechnisch absoluter Flop, verdient 100%, bin ich jetzt mittlerweile bei euch, zeigt, dass auch GWs Matchmaking, was im Prinzip eine Gelddruckmaschine ist, nicht davor schützt, dass selbst
Anfänger auf dieses Game keine Lust mehr haben. Dazu kommt eben WW2-Setting, das gefällt sowieso eher etwas weniger Leuten als mehr Leuten. Da sieht man einfach so ein paar Sachen, die dazukommen, dass die Umsätze so runtergegangen sind. Keine Sorge, Leute, Activision hat auch dieses Jahr wieder, ich weiß nicht, wie viel Milliarden Gewinn gemacht, oder letztes Jahr 5 Milliarden, 10 Milliarden, 100 Milliarden. Also denen geht's nicht schlecht. Keine Sorge, Leute, die Shops sind immer noch jeden Tag aktualisiert. Es kommen neue Sachen in den Shop. Für 24 Euro gibt es schon wieder ein neues Attack the Titan Bundle. Ich bin mir sicher, wenn ich heute auf Twitch streame oder morgen oder übermorgen, ich werde genug Leute sehen, die 24 oder 20 Euro dafür ausgegeben haben. Activision geht's gut, hab keine Sorge. Ich finde es aber gut, dass sie es jetzt skippen und bin sehr gespannt, wie einmal MW22 aussieht, ohne dass da irgendein Hype von mir kommt. Ich habe ja, ein bisschen Angst, habe ich, weil MW19 war scheiße. Wenn MW22 cool wird, werde ich spielen. Wenn es nicht cool wird, lasse ich es einfach sein und überlege mir für 2 Jahre irgendwas anderes. Das alte Warzone, so wie wir es jetzt haben, Caldera, soll ja ganz normal weiterlaufen. Kann mir aber vorstellen, dass viele Leute direkt zum neuen Warzone switchen, schon allein aus dem Grund, dass Caldera als Map ebenfalls ein Reinfall ist. Bin gespannt, was ihr davon haltet. Lasst mich das gerne wissen. Ich lese mir im Flugzeug nach München auf jeden Fall eure Kommentare durch. Lasst ein Like und ein Abo da, Leute. Ich bin raus für heute. Haut rein!